Ein leckerer Hingucker für die Osterzeit. Hi, hier ist wieder Desi aus der Mein Zaubertopfküche und ich zauber heute einen leckeren Spiegeleikuchen mit cremigem Schmand und fruchtigen Pfirsichen. Der perfekte Kuchen für die Osterzeit, wie ich finde. Und ich würde auch sagen, wir starten. Lass uns aber super gerne ein Abo da. Wir freuen uns über jeden einzelnen Abonnenten und drück am besten auch gleich die Glocke, weil so verpasst du garantiert keine neue Folge mehr von uns. Für unseren Spiegeleikuchen brauchst du folgende Zutaten. Als erstes brauchen wir Pudding. Das heißt, wir kochen den heute nicht frisch, sondern greifen auf die Tüte zurück. Das geht jetzt ein bisschen schneller. Wir nehmen also Vanillepuddingpulver, Zucker und Milch. Ein bisschen Vanillezucker brauchen wir später, Backpulver, Butter, Mehl, Eier, nochmal Zucker und natürlich die Pfirsiche. Und dann später alles für den Tortenguss. Ich würde sagen, wir starten mit dem Pudding. Dafür gebe ich jetzt erstmal den Rühraufsatz, setze ich einmal ein. Der darf übrigens immer nur bis Stufe 4 genutzt werden. Dann kommt der Liter Milch dazu. Wir nehmen jetzt ganz normale Vollmilch. Könnte man natürlich auch mit Pflanzenmilch machen. Dann kommt das Puddingpulver dazu und noch Zucker. Und das Ganze wird jetzt aufgekocht und zwar 13 Minuten auf 95 Grad, Stufe 2,5. Und während gleich der Pudding kocht, bereite ich mir hier schon mal gleich ein Backblech vor mit Backpapier und heize den Backofen vor und zwar auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Aber jetzt kommt hier erstmal der Pudding. Das war 13 Minuten, 95 und 2,5. Sehr schön. Der Vanillepudding ist schon mal fertig und das komplette Rezept zum Nachlesen findest du natürlich wieder bei uns in der Beschreibung. Und schreib doch auch gerne mal in die Kommentare, ob du auch zu Ostern einen Kuchen backst und was vor allem, was für einen Kuchen du backst. Ich bin ja immer ein bisschen neugierig. So, ich fülle den Pudding einmal um. Wichtig beim Puddingkochen ist ja immer, dass der mindestens 3 Minuten kocht, damit das Ganze auch später fest wird, weil sonst bleibt er flüssig. Ich fülle das wie gesagt um. Der muss jetzt erstmal abkühlen. Du brauchst auch keine Frischhaltefolie oder sowas darauf legen, damit sich keine Haut bildet, weil das wird nachher eh nochmal durchgemixt. Da ist die Haut dann wieder weg. Ich liebe übrigens frisch gemachten Vanillepudding. Den könnte ich am liebsten immer so warm schon essen, wenn er noch gar nicht fest ist. Magst du es auch so gerne? So, das stelle ich zur Seite. Und während der Pudding abkühlt, mache ich jetzt hier einmal den Rührteig. Der Mixtopf ist ja schon ausgespült. Dafür gebe ich jetzt einmal Mehl dazu. Wir haben das 405er. Du kannst aber auch ohne Probleme das Dinkel nehmen, Type 630. Denn einmal Butter in Stücken. So, als nächstes kommen die Eier dazu. 5 Stück brauchen wir. Also diese Eierserie hier muss ich echt immer sagen, zu Hause bin ich da echt, ich mache das einfach am Mixtopf, aber ich weiß, ich kriege hier immer Schelte, aber finde ich so voll unkompliziert oder total kompliziert. Gut, und das Letzte. Dann kommt noch Vanillezucker dazu. Da nimm auf jeden Fall auch gerne den selbstgemachten Vanillezucker, weil der einfach viel aromatischer ist und der ist ja so schnell im Thermomix gemacht. Da kannst du auch gut schon so ausgeschabte Vanilleschoten verwenden. Die kannst du einfach zwischendurch trocknen lassen und dann einfach auf Stufe 10 mit Zucker pulverisieren. Zucker kommt dazu und Backpulver. Und um diese Süße noch mal ein bisschen zu verstärken, kommt immer noch mal eine Prise Salz dazu. Und das Ganze wird jetzt durchgerührt und zwar 1 Minute 30 auf Stufe 4. Und währenddessen räume ich hier schon mal alles wieder weg. Super, unser Teig ist jetzt auch fertig. Und das Ganze streiche ich jetzt auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Und dann geht das gleich für 15 Minuten in den vorgeheizten Ofen. Oh, der sieht schon so richtig schön cremig aus hier. Lecker. Gut, ich verteile das jetzt hier alles noch schön auf dem Backblech. Wenn du möchtest, könntest du übrigens auch einen Backrahmen verwenden. Dann werden auch die Endstücke oder die Randstücke immer schön gleichmäßig. Ich mache das jetzt aber einfach mal hier so.
Das sieht gut aus. Und jetzt geht unser Boden für 15 Minuten in den vorgeheizten Ofen. In der Zeit kannst du auch dann schon mal den Mixtopf ausspülen, weil den brauchen wir nachher wieder sauber für den Guss. Zehn Minuten sind vorbei, das heißt, ich hole mal eben unseren Boden aus dem Ofen. Ah, der sieht gut aus und das riecht so gut. Schön, wenn das so was frisch Gebackenes in der Küche ist. Der muss jetzt erstmal kurz zur Seite, denn wir kümmern uns jetzt erstmal wieder um den Pudding. Der abgekühlte Pudding kommt jetzt nochmal in den Thermomix, denn das Ganze wird jetzt nochmal verrührt und zwar 20 Sekunden auf Stufe 5. Ah, da hat sich auch schon schöne Haut gebildet, aber wie gesagt, das wird ja jetzt alles nochmal durchgerührt, deswegen ist das gar nicht schlimm. Also ich liebe ja immer hier diese Flexi-Spatel, damit kriegt man wirklich die Schüssel komplett sauber. Dann wird der Pudding jetzt nochmal glatt gerührt, 20 Sekunden auf Stufe 5. Und der Pudding ist schon wieder durchgerührt, jetzt kommt als nächstes der Schmand dazu. Und dann wird das nochmal 20 Sekunden auf 5 vermengt. So. Gleiches Spiel wie gerade. Unsere Creme ist fertig. Ich hole mir jetzt mal hier eben den Kuchen wieder vor mich. Was gerade stehen sollte, das natürlich schon. Und dann wird das Ganze gleich nochmal gebacken. Es ist mir tatsächlich zu Hause schon mal passiert, dass ich das vergessen habe zu backen. Und ich habe das einfach über Nacht kühl gestellt. Und das funktioniert auf jeden Fall auch, weil das ist ja nur Pudding und Schmand. Und das heißt, das wird auch über Nacht im Kühlschrank fest. Falls dir es also auch mal passieren sollte. Aber du liest wahrscheinlich das Rezept ordentlich durch und ich hab's da nicht zu Ende gelesen. Wie gesagt, das geht jetzt noch mal ungefähr für 20 bis 30 Minuten in den Ofen. 25 Minuten sind vergangen und unser Kuchen ist fertig. Also fast. Der Guss brauchen wir ja gleich noch. Ich hole den jetzt erstmal aus dem Ofen. Können wir einmal schön ausschalten hier. Und der muss jetzt ein bisschen abkühlen. Abgekühlt. Das heißt, wir kümmern uns jetzt um den Guss. Dafür habe ich jetzt die Pfirsiche schon abtropfen lassen und ganz wichtig dabei, das Pfirsichwasser aufzufangen. Das brauchen wir nämlich jetzt für den Guss. Dafür gebe ich jetzt erstmal das Pfirsichwasser in den Mixtopf. Solltest du das irgendwie vergessen haben oder überlesen haben im Rezept, du könntest zur Not auch Wasser nehmen. Aber ein bisschen geschmackvoller finde ich, wird es tatsächlich mit dem Pfirsichwasser. Dann kommt Tortenguss dazu und noch ein bisschen Zucker. Das Ganze wird jetzt erstmal mit dem Rühraufsatz 5 Sekunden auf Stufe 4 verrührt. Das war's schon. Und jetzt kochen wir das Ganze nochmal 6 Minuten auf 100 Grad Stufe 4 auf. Also einmal hier 6 Minuten, 100 Grad und Stufe 4. Der Guss ist jetzt auch fertig und ich lege jetzt die Pfirsiche auf den Kuchen und zwar mit der Schnittfläche nach unten. Du musst wirklich ein bisschen Platz lassen, weil das soll ja so aussehen wie Spiegeleier. Deswegen kann man übrigens auch statt Pfirsichen ganz gut Aprikosen nehmen. Die sind noch ein bisschen kleiner und ich finde, das sieht dann noch ein bisschen realistischer sogar aus. Und man merkt das jetzt schon, ich bin ja nicht so der Guss-Fan, muss ich sagen, bei Kuchen, aber die Pfirsiche flutschen sonst hier so hin und her. Das heißt, ein bisschen Guss muss da auf jeden Fall rauf. Schreib doch mal in die Kommentare, wie du so zu Guss stehst auf Kuchen. Magst du den gerne oder auch nicht so? Der letzte Pfirsich und dann kommt noch der Guss da oben drauf. Wundere dich auch nicht, wenn es am Anfang noch ein bisschen weiß ist. Das wird nachher beim Aushärten auf jeden Fall durchsichtig. Schön gleichmäßig darauf verteilen. Und dann muss eigentlich nur noch der Guss fest werden. Ich mache auch nur so viel wie nötig darauf, sodass die Pfirsiche einmal alle bedeckt sind und nicht mehr da hin und her flutschen. Das heißt, ich habe gar nicht alles verwendet. Ja, ich lasse es jetzt kühlen und dann geht es gleich ans Probieren.
Unser Kuchen ist fertig und ich stelle mir den wirklich für die Ostertafel richtig, richtig schön vor. Und ich teste das Ganze jetzt natürlich, aber das kann ja nur gut sein. Ich werde schon zwischendurch immer ein bisschen genascht. Und das schmeckt auch richtig gut. Ist richtig schön saftig, durch den Schmand so richtig schön cremig und durch den Pfirsich mega fruchtig. Ist wirklich der perfekte Osterkuchen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hau jetzt hier noch mal ein bisschen meinen Kuchen weg und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss und schöne Ostern. Ciao.